Die Medizin macht ständig neue Fortschritte. Es gibt immer bessere Behandlungsmethoden und immer mehr Alternativen. Und weil das so ist, hängt der Behandlungserfolg wesentlich davon ab, wie gut der Patient mitarbeitet. Aufklärung ist dabei besonders wichtig, denn der informierte Patient kann Zusammenhänge besser verstehen. Aufklärung weit über den üblichen Arztbesuch hinaus ist das Ziel des Patienteninformationszentrums im Herzzentrum Bad Krozingen. Wir haben einmal bei einem Aktionstag dort vorbeigeschaut. Sebastian Erbeldinger war jahrzehntelang Kettenraucher. Früher hat es ihn wenig gekümmert, welche gesundheitlichen Folgen das Rauchen einmal haben könnte. Heute leidet der 75-Jährige an einer Durchblutungsstörung in den Beinen, der sogenannten Schaufensterkrankheit. Die Gefäßverkalkung wurde mit hoher Wahrscheinlichkeit durch das Rauchen ausgelöst. Seit 10 Jahren lebt der Rentner deshalb rauchfrei. Weil der Arzt zu mir gesagt hat, einer geht, entweder du oder die Zigarette. Und da habe ich halt die Zigarette sein gelassen. Je stressiger das es war, die Arbeit war, beruflich, egal was man gemacht hat. Und dabei hat man sehr, sehr viel geraucht. Also wenn etwas nicht geklappt hat, dann hat man eine Zigarette angesteckt. Man hat zwar gemeint, es wird am helfen, aber es hat nichts ausgemacht. Gell? Und wie soll ich das sagen? Ja, das hat einen beruhigt. Ja. Eine Zigarette, das beruhigt. Eine Erfahrung, die viele Raucher nachempfinden können. Das Thema Rauchen spaltet. Jeder kennt die Diskussionen. Kommt das Thema auf den Tisch, sind die Fronten oft verhärtet. Die Raucher, die erreichen wir nur sehr schwer, weil wahrscheinlich hier häufig erst was passieren muss. Das heißt, die Einsicht oder die Entscheidung, jetzt höre ich auf zu rauchen, folgt häufig einem Ereignis. Und meistens ist es leider der Herzinfarkt oder der Schlaganfall. Bei den Aktionstagen des Patienteninformationszentrums in Bad Krozingen werden regelmäßig Fragen rund um Herz-Kreislauf-Erkrankungen thematisiert. Im Juli war es das Thema Rauchen und die gesundheitlichen Folgen. Ein heikles Thema, das in jungen Jahren oft gar keines ist. Alle 2 Monate findet die Veranstaltung im Herzzentrum statt, die jeder Interessierte unverbindlich besuchen kann. Wir überlegen immer, was für Themen sind wichtig für die Menschen, für die Betroffenen, was für Themen sind wichtig auch im Sinne der Gesundheitsförderung oder Prävention. Das heißt, auch Wissen zu Krankheitsthemen zu vermitteln, dass man selbst auch handlungsfähig ist und weiß, auf was für Risikofaktoren kommt es an, was kann ich tun, damit vielleicht erst gar nicht diese Krankheit so entsteht, oder was kann ich dann eben tun, damit die Behandlung der Krankheit nicht gefährdet ist und man da eben rechtzeitig dann auch aufhört zu rauchen beispielsweise. Ich denke, es besteht unheimlich viel Aufklärungsbedarf und wir müssen sehen, dass die Hausärzte in den Praxen aufgrund ihrer Gegebenheiten gar nicht die Zeit haben, dieses Informationsdefizit auszugleichen. Das heißt, ein Hausarzt kann nicht pro Patient eine halbe Stunde aufklären. Er kann Dinge kurz erwähnen, aber dann ist auch sein Zeitbudget schon wieder aufgebraucht. Insofern denke ich, dass diese Aktionstage sehr, sehr wichtig sind. In Fachvorträgen bekommen Interessierte Informationen, die weit über den üblichen Arztbesuch hinausgehen. Gerade über die Durchblutungsstörung in den Beinen, die sogenannte PAVK, wissen viele Raucher nur sehr wenig. Oft werden die Risiken im Vergleich zum Herzinfarkt zum Beispiel unterschätzt. Der Herzinfarktpatient, der hat selbstverständlich sehr viel Angst, sobald am Herzen irgendeine Unpässlichkeit auftritt, weil das mit Angst, Lebensangst verbunden ist. Der PAVK-Patient ist für ihn ist es eher ein Diskomfort. Er kann nicht so gut laufen und solange es einigermaßen geht, erlebt er es als lästig oder als Einschränkung der Lebensqualität, aber eben nicht als lebensbedrohlich. Ein fatales Missverständnis. Tatsächlich nämlich hat der PAVK-Patient ein 4-mal höheres Risiko, an einem Herzinfarkt zu versterben, als der Herzinfarktpatient selbst. Aufklärung hilft den Betroffenen, diese Zusammenhänge zu verstehen. Ein beliebtes Mittel, um die Folgen des Rauchens erlebbar zu machen, ist eine Alterungsanimation. Vor allem bei jungen Menschen kann sie einiges bewirken. Wenn dann mal so die 50 erreicht werden, kritisches Alter, dann beginnen sich schon die Unterschiede abzuzeichnen. Wenn man mal hier oben schaut, die Falten werden eben tiefer. Das liegt einfach daran, dass das Rauchen und die Stoffe in der Zigarette nicht nur die Lunge und die Beine und die Augen schädigen, sondern halt auch das Gewebe in der Haut. Und die Haut wird nicht mehr so elastisch, nicht mehr so straff. Und irgendwann sieht man halt doch deutliche Unterschiede, auch was die Hautfarbe angeht. Das Rauchergesicht im Vergleich zum Nichtrauchergesicht unterscheidet sich doch deutlich.
anzufangen. Auch wenn es für Yannick schwer vorstellbar ist, irgendwann einmal als 72-Jähriger die Welt zu erleben, hat die Animation den heute 14-jährigen Schüler beeindruckt. Ich sehe einen riesen Unterschied zwischen Rauchen und Nichtrauchen und ich bevorzuge wirklich die Nichtrauchervariante. Junge Menschen haben viele Möglichkeiten, ihre Weichen für die Zukunft zu stellen. Je älter aber, desto schwerer fällt Veränderung. Eine Entscheidung für oder gegen das Rauchen trägt jeder selbst, die gesundheitlichen Folgen allerdings am Ende auch.